Guten Tag, willkommen zusammen. Und zwar heute zeige ich euch, wie man jetzt hier auf der diesen Railworks Scenario Pack Volume 1 installiert. Es gibt zwei Möglichkeiten: CD den Laufwerk schieben und CD einfach Installation folgen. Öde, wir machen eine manuelle Installation, wir downloaden das Paket. Ich habe mir einfach hier rausgesucht. Und es gibt zwei Methoden. Du kannst machen CD, die erste, schnellste Methode, oder du machst erstmal, du brauchst das, deine Zugangsdaten für den Helicon, und dann kannst du es dir runterladen. Ich bin ja Blausers, können das hier. Manchmal, ich lade mir eine Sache runter und ich will mir das runterladen und dann will er das nicht. Und ich habe mal einfach mit dem Edge versucht. Ich habe es mit Edge versucht. Zeige ich euch, wie man es installiert. Und zwar, ich zeige euch, wir machen heute eine komplette Installation, also kein nicht mit CD heute. Wir machen heute ein paar Hand, wenn man zum Beispiel die Seriennummer kennt. Man kennt die Seriennummer, man hat die und dann ist auch sehr gut für dich. Dann gibt es zum Beispiel zwei Echsen, zum Beispiel du musst diese und diese installieren. Ich zum Beispiel Doppelklick, ich drücke jetzt mal drauf, klick ihn mal an. Ey. Du wirst gerade gleich abgefragt. Den Sendungskiger. So. Jetzt öffnet er. Gute Schnitzel. Jetzt sind wir hier in den Volume Wittenberg Scenario Pack. Klickst du weiter. Danach Sendungskey. Den mache ich mal Test weg. Ja, für Leute, die das nicht kennen oder Leute, das ist. Ich mache den Torso weg. Geil, Datenschutz. Dings, Datenschutz und Richtlinien und solche Sachen möchte nicht wissen, dass das mein Sendungskey nicht gucken dürft. Das heißt, das ist ja meins. Es ist auch ziemlich doof, dass ich euch was schicke und dann jeder knackt das und das mag ich nicht. Und ihr müsst einfach hier eure Sachen eingeben und zum Beispiel eure Nummern. Und zwar, ihr müsst alles kopieren und zwar, ihr müsst auf Weiter klicken. Jetzt fragt ihr euch, wo wir ja so kopieren. So. Ich will das heute nicht zeigen. Ich hoffe, die kommt mit klar. Ich will nicht zeigen meinen Produktkey. Das will ich nicht, dass er meinen Produktkey sieht. Also auch die Sendungsnummer. Das müsst ihr auch selber machen. Ne? So. Wenn ihr es gemacht habt, dann klickt ihr weiter. Danach wird der Hauptverzeichner gefragt. Der Hauptverzeichnis, zum Beispiel, wo willst du installieren? Und zwar, da klicken wir auf ja, den Verlauf, den kann man jetzt hier. Wo ist der denn auch einfach Ordner? Da ist es doch. Dann kopiert man diesen Pfad jetzt hier. Den kopierst du jetzt hier so rein und dann klickst du auf Weiter. Dann, ja, das heißt, hier steht auch eine Verknüpfung für alle Benutzer oder für diesen Benutzer. Für diesen Benutzer mache ich jetzt hier keine Verknüpfung oder sowas. Können wir mal machen. Installieren einfach mal. Ich zeige euch die Installation. Die Installation geht ganz easy. Jetzt öffnet meine ganzen Dateien hier und jetzt kopiert er meine ganzen Sachen. Und zwar, was ihr alles so braucht, ne, das ist von mir folgen. Ihr könnt es einfach Paket dann kaufen. Ihr werdet natürlich abgefragt. Die ZPAF-Datei für eure CD. Ich würde es bei euch im Kauf verlinken hier. Würde es euch verlinken und ja, wenn ihr es nicht habt, dann eine Schuld. Aber wenn man nur den Sendungskey hat und die CD verloren hat, dann hat man natürlich die Sendungsnummer. Die ist ganz gut für dich. Da brauchst du keine Panik zu machen. So, jetzt installiert er die ganzen Sachen hier, die ganzen Sachen, die wir brauchen. Jetzt wird er gefragt, hier Pack, ja, weiter sofort. Jetzt installiert er nochmal Packs. Und wie einfach die Installation ist, ganz simpel, also ganz simpel in die Noten sichern, ne? So, wir machen die Installation weiter. Och, es ist auch ganz gut heute. Was er kopiert? Er kopiert ja alles. Er kopiert ja meine Sachen. So, Installation gleich abgeschlossen. Können wir gleich mal alle verlaufen lassen. Ihr solltet mal auf den Installations wird nichts, meine Videos wird nichts rausgeschnitten. So bleibt das so. Ich habe im Laufe der Zeit Benutzer gesehen, die haben im Laufe der Zeit so ein Problem, dass das CD nicht erkannt wird oder so. Wenn zum Beispiel die CD beschädigt, dann habe ich jetzt ein schlechtes Zeichen. Da müsst ihr einfach Seriennummer eingeben von Helicon oder so. Müsst ihr euch anmelden oder einen Account machen von Helicon. Und danach könnt ihr es runterladen von Helicon. Außer ihr könnt mir folgen. Ihr dürft jetzt fertig, Installation fertig, fertig klicken. Und jetzt gucke ich mal nach Speicher, weil das ist der Speicher. Auch mal ganz nett. Ach du Gott.
Meine Güte, 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 meine Güte. Wer auf KP kommt, den können wir auch mal lernen hier. Zack. Ganz gut aus. So, und jetzt zeige ich euch mal das Ganze. Ein Szenario-Pack ist natürlich ein Szenario-Pack, ne? Also es gibt natürlich auch Leute, sagen sich, ja, Szenario-Pack kenne ich irgendwo her, kenne ich auch zum Beispiel auch, aber jetzt startet mein TS und ja. Oh. Mir ist zu warm hier. Auf die Speisekarte Lotto. Aha, für TS kannst du wieder neue Strecken kaufen. Oh, danke. Ja, würde ich auch gerne. So, installiert habt ihr schon. Dann gucken mal. Wir gehen jetzt hier einfach mal auf die Strecke Berlin-Wittenberg drauf. Das ist nicht Standard-Szenario. Da wird immer Standard-Szenarios mitgeliefert. Da sind die. Und da habe ich, wie ich gefunden, diese Standard-Szenarios. Da sind die. Das sind die eine, diese Dateien hier. Und dann hier sind noch ein paar. Da sind die, jetzt kommen die hier ganzen Plusback-Dinger. Das sind die ganzen Plusback. Viel Spaß damit. Und wenn ihr die ausführen wollt, ist ganz einfach. Wir machen einfach mal. Ihr könnt ein bisschen rumsuchen. Ihr könnt alles klicken, was ihr könnt. Ich mache mal zum Beispiel mit denen hier. Letzter Sommertag, Auftrag, fahren Sie 11 hier. Letzte Bahnfahrt. Das nehmen wir mal. Und ich starte mal das Ganze. Ihr sollt mal sehen, wie das aussieht. Also bitte nicht wundern, so die benennt, sie sind einfach so einfach. Das zeige ich dir mal, ob es funktioniert. Leute, nicht verarschen tue, nicht verarschen tue. Und im Laufe der Zeit, alle schreiben sich, ja, Installation, habe ich alles kapiert, aber ich möchte wissen, wie das funktioniert. Da braucht ihr doch die Plusback 43. Die Trabi braucht ihr noch nicht dafür. Für das Szenario gibt es noch Voraussetzungen. Für die Lok dafür und ich hoffe, kommt ihr mit Folgen. Und ja. Ganz Minuten Hessen. Ach, Bär 24, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, wie gehen euch die alle Sachen? Wie geht's euch gut, ne? Mir geht's ein bisschen zu warm. Mir ist eigentlich zu warm. Muss ich mal für die Dörre durch aufstellen, ne? Ich weiß, Luft, bisschen Luft bekomme. Man muss am Wetter ein bisschen viel trinken. 7D aktiviert. Da funktioniert das auch. Da steht auch drinne, da steht auch dieser Bildschirm. Jeder kennt diesen Bildschirm. Hier steht da drinne. Letzte Bahnfahrt, Geschwindigkeit. Okay, alles super. Der könnte fahren. Das heißt, machen wir mal Licht hier an. Bin ich fast damit. Und. Fertig. Ganz fahren. Ganz fahren. Bitteschön. Dann funktioniert das. Ja, ich will jetzt kein Video machen. Ich habe euch gezeigt, wie man es machen kann. Wenn man zum Beispiel das laden möchte, den Güterzug laden würde, dann kannst du auch sowas machen halt, ne? Also bitteschön. So. So, bitteschön. Viel Spaß und da sage ich mal Wiedersehen und Tschüss. Wiedersehen. Schönes Wochenende. Tschüss.